Wulfgar. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Gut, und zwar... mit Einhandwaffen. Lass uns mit dem Training beginnen. Gut, dann haben wir schon mal 15%. Nicht viel, aber immerhin schon mal was. Das werden wir beim nächsten Mal Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels gleich nochmal ausbauen. Noch weiter verstärkt. Die Torwachen sind angesetzt. Das habe ich schon immer gesagt. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Ich habe was anderes gehört. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er redet einfach zu viel. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wenn gut, ich zum Verkauf auch mal jetzt Augen gesehen hätte. Er sollte lieber den Mund halten. Was nix. Du nicht sagst. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach oder? Zu viel. Das weiß doch inzwischen jeder. Na. Er redet einfach zu viel. Schlimme Zeiten sind das. Ich habe was anderes gehört. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist ja schön. So, Mika ist nicht mehr da. Dafür schauen jetzt wir jetzt noch mit Orfe, wo der Ork hergekommen ist. Da war nämlich noch irgendwas im Eck hinten. Hoffentlich nicht nur Ork. Dafür ein Wolf. Tja. Mit den Wölfen können wir es noch nicht aufnehmen. Er redet einfach zu viel. Oh, da ist noch einer. Und wir schaffen den nicht. Gut, jetzt haben wir einfach so vorbeigekommen. Da haben wir jetzt die Goblins am Hals. Aber ohne ist kein Problem. Nichts zu holen. Zur Taverne und da wird's zu dem Hof gehen.
Gut, dann haben wir da. Egide. Hey! Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr von seinem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Gut, gegen die Feldräuber können wir ja noch nichts machen. Weil uns die nur zu stark sind. Enim. Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Gut, da gibt's nichts. Da gibt's Lamm am Spieß. Stört es uns, wenn wir da einer gingen? Anscheinend nicht. Und wenn das Brot einfach so verschwindet, schreit auch keiner. Und wenn die Kissen aus Versehen leis, dann schreit immer noch keiner. Oha. Das riecht nach Ärger. Hier kann man sowas nicht machen. Alvarez. Das will doch keiner wissen. Das liegt auf der Hand. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Was sind die denn da? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich will mich euch Söldnern anschließen. Ach ja? Dann verpiss dich, sonst wirst du dich niemandem mehr anschließen. Haben wir schon gespeichert? Das wird sich nie ändern. Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du... Okay. Jetzt bist du dran! Ein schlechter Einstand für die Söldner. Ich mach dich fertig! Bleib stehen, du Lump! Jetzt hocken uns auf den, ey. Das hast du verdient, Mistkerl!
Thompson. Noch nicht mal Gold? Nur seine Waffe nehme ich mal mit. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Aber gerne. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. So, traut uns da unten die Waffen klaut. Oh, der hat uns am Degen. Der ist jetzt so gut. Nichts zu plündern.